In dem Fall. Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Real Life Online Video. Heute mal mit Karl-Heinz unterwegs und heute habe ich was ganz Besonderes vor, nämlich Karl-Heinz soll heute mal echter Polizist werden. Wir werden heute ein paar Leute anhalten. Ich habe schon mein Dienstfahrzeug hier in der Garage stehen. Es ist noch nicht fertig, es ist noch gelb. Wir müssen noch umlackieren, wir müssen noch ein paar Sachen einbauen, ein paar Lightbars bauen wir ein und dann geht's auf Streife. Auf jeden Fall, liebe Leute, lasst jetzt schon mal kostenlos ein Like, da würde mich sehr freuen. Lasst auch kostenlos ein Abo da, aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr hier auch nichts mehr auf meinem Kanal und ich würde sagen, wir starten durch. So, dann fahren wir mal los. Schauen wir mal, was los ist. Wer es noch kennt, das Ding ist bestialisch schnell. Also, es ist das schnellste Auto, was es gibt auf Real Life Online. Und mit dem fahren wir heute einfach rum und schauen, dass wir damit irgendwie ein Cop-Auto bauen. Also, ich muss jetzt schauen, dass ich irgendwie das Ding umtunen kann. Ich habe eine Idee. Aber dazu müsste ich jetzt was Illegales machen. Weil, was bringt mir ein Polizeiauto, wenn ich kein Polizeiequipment habe, ne? Das ist ja eigentlich dumm, wenn ich das nicht hätte. Aus dem Grund habe ich jetzt eine richtig gute Idee. Wir brechen jetzt einfach beim PD ein und schauen einfach, dass wir uns alles geben, was wir brauchen. In dem Fall. Also, das hätte ich mir jetzt anders vorgestellt. Geht's Ihnen gut? Ist es eine rhetorische Frage? Was ist rhetorisch? Ach. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich könnte Ihnen Döner holen, wenn Sie einen brauchen. Ich habe Sie nicht gesehen. Bräuchte eventuell einen Krankenwagen. Ja, aber den können Sie ja selber rufen. Ansprechbar sind Sie ja noch. Ja, mein Handy liegt da unten am anderen Ende vom Auto. Da komme ich nicht hin. Ja, aber ich habe keins. Bin doch zu jung für ein Handy. Pass auf, Kleiner. Fahr mal bitte rechts ran. Ja. Und bleib auf dem Bügel. So in etwa. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich war am Bürgersteig und bin ganz normal gefahren. Auf einmal ist der da gewesen und dann war Flip und Flap. So Flip, Flap. Aber ja, er hat so Flip und war Flap und Flip, Flap. Nicht wohl, ich habe den umgedreht mit kompletter Absicht. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Das machen Sie mal im Kofferraum auf. Ich könnte reinkrabbeln und Sie rausholen. Ich bin Ihnen nicht rein. Sie sind in mich rein. Das sagt die Bodycam aber nicht. Was für eine Bodycam? Bodycam und Dashcam, beides auf Kamera. Ja, aber ich sag was anderes. Man muss dem Kind mehr trauen als sowas. Das ist ja Humbug. Der hatte alle Zeit der Welt, das jetzt zu faken. Ja, der hat das jetzt gefaked. Der hat da jetzt so ein Fake rausgemacht. Wie soll ich das faken? Ich lieg hier auf der Seite. Ja, weiß ich nicht. Sie haben alle Zeit der Welt, das noch zu faken. Okay, wenn ich jetzt schnell bin, kann ich ja auch ganz schnell abreißen. Da muss ich jetzt natürlich ganz schnell sein, weil es kann natürlich sein, dass die Cops das jetzt nicht so lustig finden. Und ich bin weg. Was soll ich denn machen, wenn der im Weg ist? Was soll ich denn tun? Ich kann nichts dafür. Naja, stimmt, hier kann man ja gar nichts tun an dem Teil, ne? Da war ja was, ja gut, aber dann werde ich das aber ein bisschen umlackieren. Wir wollen ja draußen ein Polizeiauto machen, ne? Wir machen jetzt ein echtes Polizeiauto. Scheibentönung geht auch nicht. Dann machen wir die Lackierung. Hallo da. Primär, ja, ich meine auf jeden Fall schwarz muss der Wagen sein. Passt, glaube ich, so. Und dann sekundär ist alles rausgefallen. Oh, wir können blau machen. Ui. Okay, das sieht geil aus. Das ist mal ein Polizeiauto. So, sind wir fertig. Ist das ein Cop? Ich hoffe nicht. Wenn das ein Cop ist, dann habe ich ein Riesenproblem. Okay, doki. Jetzt muss ich das Ding hier nur irgendwo hinparken, wo es keiner sieht. Und dann brechen wir da flixi-dixi ein und kommen dann easy von hier weg. Wir sollten weg sein. Mit ein bisschen Luck kommen wir hier easy rein. Kennt ihr schon Trick 17? Das ist der beste Trick, den es wo gibt. Okay, ich bin drin. Aber ich muss jetzt gucken, dass ich hier irgendwie hochkomme, wo ich meine Sachen hole, Alter. Ich hoffe, das klappt. Okay, wenn ich jetzt schnell bin, da vorne sind nämlich Leute. Wenn ich ganz schnell bin. Ja! Ja! Reiter, 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 Reiter! Komm, 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 komm! Oh, hello, yeah! Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Hä? Huh? Der hat gar nicht gefragt! Der hat ja gar nicht gefragt! Ja gut, dann will ich mich ja anmelden. Einmal anmelden als PDler, ich bin dabei. Leute, Karl-Heinz ist offiziell LAPD-Rekrut. Ich glaub's nicht. Gut. Und Backup ist ein Juwelier genau jetzt. Ach komm, schau mal, ob ich hier die Sachen bekomme. Jetzt auf die ganz schnelle Art und Weise. Waffe. Ja! Ja! Ich bin echter Polizist! Rauf, runter, links, rechts. Ach komm, wir gehen einfach raus. Jetzt habe ich ja einen Schlüssel eigentlich, ne? Jetzt hoffe ich nur, dass ich hier irgendwie
lebend wieder rauskomme, oder dass ich jetzt von der Polizei mitgenommen werde. Ich glaube, ich schaffe das. Ich glaube, ich schaffe das. Wird mir noch was nehmen, ne? Raus da, komm. Alter, ich schwöre, ich glaube, ich werde mich echt gleich eintragen. Wir machen mal das Funkgerät an. Habe ich jetzt das Funkgerät mitgenommen? Müssen wir sagen, ich habe alles... Ah doch, da ist es. Ich dachte schon, ich habe alles mitgenommen, das Funkgerät nicht. Wir verbinden uns. Wir sind jetzt offiziell. Offiziell sind wir jetzt. Wir sind jetzt echte Polizisten, Leute. Passt. Wir sind einsatzbereit. Wir haben's. Dann schauen wir gleich mal, ob ich gleich festgenommen werde dafür, dass ich jetzt so als echter Polizist unterwegs bin. Ich mache das gerade Max, dass jetzt immer diese Juwelierbankraub ist, weil ich da anfahre, werde ich ja gleich festgenommen eigentlich. Ja, check, habe 10 Kilometer Anfahrt, falls einer an mir dran ist. Aber 1,5 Kilometer Anfahrt? Wer war das gerade, Puck? Wenn mir das von der Stimme richtig vorkommt, klingt das fast wie Karl-Heinz. Ich frage dir, wo hat er das Funkgerät gefunden? Ja! Guten Tag, ich bin hier wegen einer Abholung von einem Kollegen. Karl-Heinz. Oh mein Gott. Was sind, sind Sie der Kollege, der zum Abholen ist? Ah, da vorne ist er, ja, glaube ich. Hallo. Hallo, Herr Kollege. Hallo, Karl-Heinz. Ich hole Sie gerade ab. Braucht keiner abgeholt werden. Ja, weil war ja im Funk, wir sollen abholen. Nein. Das hast du dann falsch verstanden. Wo hast du denn überhaupt das Funkgerät her, Karl-Heinz? Dings. Dingsbums. Ja. Und wo hast du die Lichter her? Ja, auch Dings halt. Halt, Dingsbums. Karl-Heinz, was ist denn Dings? Ja, Dingsen halt, aus dem Dings. So ein schlauer Junge, das kannst du mir doch bestimmt erklären. Ja, aus dem Dings halt. Weißt schon, dass du die nicht benutzen darfst? Ja, aber was ist, wenn ich sage, ich bin Polizist, dann darf ich doch, oder nicht? Ist das Amtsanmaßung, Karl-Heinz? Ist das Amtsanmaßung? Doch, das ist verboten, Karl-Heinz. Aber ich bin nur echter Polizist jetzt. Du bist ein echter Polizist. Ja. Da bist du aber leider noch zu jung für, Karl-Heinz. Bin ich zu jung für, ich bin jetzt echter Polizist. Nee, ich bin, was, echter Polizist? Ich habe meinen eigenen Ausweis. Ich bin jetzt... Zivildetective Karl-Heinz. Wir sind jetzt Kollegen. Wo hast du den Ausweis her? Und wo hast du das Funkgerät her? Ja, Dings halt. Du hast doch früher. Und wie wurdest du denn eingestellt, Karl-Heinz? Kannst du mir das sagen? Ja, halt über Dings halt. Über Dings. Über Dings. Also ich kenne beim LAPD niemanden, der Dings heißt. Ja, halt Dingsbums. Der ist mit Vornamen Dings und mit Nachnamen Bums. Genau, der. Oder genau, der war das. Genauso heißt der. Ja, jedenfalls, wir sind jetzt Kollegen. Wenn es was gibt, einfach durchfunken. Wir sehen uns in der Kantine. Beim Donuts fressen. Wie Donuts fressen? Hast du mich gerade beleidigt? Nee. Das gibt erstmal Beamtenbeleidigung. Das gibt Beamtenbeleidigung. Karl-Heinz. Beamtenbeleidigung. So, wir schreiben jetzt eine Rechnung in Höhe von $50.000. Oh nein. Karl-Heinz, ich finde es wirklich schön, dass du uns helfen möchtest und uns unterstützen möchtest. Ja, sagt immer, ich soll aber was Richtiges machen und ich mache was Richtiges. Leider hast du aber das Mindestalter noch nicht erreicht, um beim LAPD angestellt zu werden. Es gibt doch kein Mindestalter, nicht oder? Bis ich doch, eine Mindestvorschrift. Ich weiß, 18 Jahre und vor allem spricht auch das... Das Jugendschutzgesetz dagegen. Du darfst noch nicht so aktiv arbeiten. X-Ray Fortibon informativ, die X-Ray Einheiten wechseln in Eigenfunk. X-Ray Fortibon als Ansprechpartner X-Rays im Punkt 1 ableiten. Ja, was, wenn ich doch arbeite? Könntest Probleme mit dem Jugendamt geben. Achso, wenn es sonst nichts ist. Aufpassen, echter Polizist muss durch. Ich muss sagen, also Karl-Heinz hat mit seinem kleinen Auto mit Blaulicht durchgegeben und ist laut seiner Aussage ein richtiger Polizist. Hat auch einen Polizeiausweis. Ich höre das hier, ne? Sie wissen schon, dass ich hier auch drin bin. Ja, Karl-Heinz, das weiß ich. So, wir werden jetzt den ein oder anderen mal festnehmen, jetzt nachdem das ja schon geklärt ist. Welche Dinkelnummer hast du denn? Das ist der kleinste Officer der Welt, glaube ich. So sieht's aus, der kleinste Officer der Welt. Officer Karl-Heinz hier. Wenn wir gerade schon dabei sind. Auf dem Boden! Sie werden jetzt abgetastet. Man sieht ihre Kutte, man sieht alles. Sie sind kriminell. Auf dem Boden, sie werden jetzt abgetastet. Sie sind höchst kriminell. Nein. Sie sind tätowiert und haben so eine Weste drüber. Sie müssen kriminell sein. Rücken an die Wand und dann geht's ops ins Gefängnis mit ihnen. Wissen Sie was? Ich habe eine andere Idee. Legen Sie sich hier drauf. Wenn Sie ein harter Kerl sind, da drauf liegen, dann nehme ich Sie nicht fest. Legen Sie sich drauf. Ui. Tut's weh? Erwarten würde, dass ich ein harter Kerl bin. Ich gerade mal überstanden, dann habe ich Sie jetzt mit und mitgenommen und eingepackt. Warte mal, Kleiner. Ja, hast du vielleicht einen Dollar für einen armen alten Mann? Ich nehme sie gleich fest, wenn sie so weiter betteln. Das ist verboten. Ich bettel ja nicht. Ja klar, betteln sie. Spenden. Die spenden. Ist.
Versteuern Sie die Spenden? Ja, aber selbstverständlich. Ja, kriege ich mal die Steuererklärung. Die liegt beim Steuerberater. Ja, da muss ich es jetzt leider festnehmen. Dann kommen Sie mit. Ja. Oh, so war aber jetzt nicht der Plan. Was ist denn da passiert? Ja, der hat seine Sachen nicht versteuert. Der wird jetzt mitgenommen. Das Wasser ist nass. Hör auf, ich habe keine Wechselunterhose dabei. Kriegen Sie Luft da unten? Ja, ich krieg Luft. Ich kann mich über Wasser halten. Junge, nicht, dass du untergehst. Ich gehe nicht unter. Ich schaff das. Nächstes Mal nicht so viel mit Geld Dings machen, weil sonst Steuern Dings all Bums Dingsi. Und nee, jetzt mein Auto weg. Der sitzt in meinem Auto. Kann eins einsteigen. Hä, warum? Aua! Ich dachte, er will wegfahren. Ach so, nee. Der das Auto geklaut. Das ist wieder. Danke, sehr lieb. Aber ich werde jetzt. Ah! So, Dreckstück, weg vom Auto. Sind Sie selber schuld, wenn Sie das klauen? Nächstes Mal kommen Sie in Knast. Na, dann machen Sie mal die Fensterscheibe runter. Hallo? Sind Sie ansprechbar? Trotzdem, Sie müssen, ja, wenn Sie nicht ansprechbar sind, dann müssen wir was anderes angehen. Wir müssen nämlich ein bisschen in Sicherheit, wissen Sie? Wir müssen Sie in Sicherheit bringen. Ja, hat gut funktioniert. Guten Tag. Allgemeine Verkehrskontrolle, Officer Karl 1, ich krieg mal bitte einen Führerschein. Sieht gut aus, wir müssen jetzt mal kurz die Reifen kontrollieren. Okay. Können Sie mir einen Gefallen tun, können Sie mal den Motor starten? Wir kontrollieren jetzt die Reifen und jetzt fahren Sie bitte einmal nach vor. Ja. Ja, da habe ich mir schon fast gedacht, die Reifen sind komplett, ja. Ja, so kann ich sie nicht weiterfahren lassen. Ja. Muss ich ein Bußgeld ausstellen? Tut mir sehr leid. Geht gar nicht anders. Bußgeld? Habe ich jetzt erst gesehen, ja. So, dann ein Bußgeld in Höhe von $450.000. So, bitte. Einmal zahlen, bitte. Wenn Sie bezahlt haben, dann können Sie es abschleppen lassen, das Fahrzeug. Oder ich biete Ihnen einen Service an. Ich könnte Ihnen die Reifen reparieren, wenn Sie das wollen. Ich habe zufälligerweise Reifen in meinem Auto drin. Ja, kostet 450.000. Bin ich wieder bei Ihnen. Ich habe bezahlt. Wissen Sie, ich habe davor auch mal zu Hause geschraubt und so. So, tun wir mal runter den Vogel. Bitte schön, sehen Sie? Da macht die Polizei aber was Gutes für die Leute. Gut, dann wünsche ich eine schöne Weiterfahrt. Sind Sie echt? Ich stehe gerade davor. Ich bin echter Polizist. Natürlich bin ich ein echter Polizist. Sonst hätte ich doch kein Blaulicht, sonst hätte ich meinen Ausweis nicht. Seit wann fahren die denn mit so Spielzeugautos? Ja, das ist doch kein Spielzeugauto, das ist mein Dienstwagen. Eieiei. Schön hart beleidigt, wenn Sie das ein Spielzeugauto nennen. Ja, nee, aber es ist recht klein. Ja, kleine Menschen brauchen kleine Autos. Sehen Sie, wir sind Kollegen. Bisschen jung bist du ja schon, um Kollege zu sein. Aber wo machen wir die Dienstbesprechung? Machen wir die oben? Eigentlich hatte ich vermutet, dass die Kollegen dazukommen, aber... Ja, dann machen wir Dienstbesprechung. Wir machen das oben. Teambesprechung. Ja, ist hier die Dienstbesprechung? Hallo? Bitte? Wie gesagt. Ich habe Ihnen eine frische Orange mitgebracht. Ja. Mögen Sie Orangen? Sie sehen mich aus wie eine Orange. So ein bisschen, sie ist ein bisschen orange angelaufen. Das kommt, wenn man zu viel Orangen isst, weil die färbt ab. Oder wenn man zu viel Tomaten hat, aber wird mir eher rot. Ah, alles klar. Wie sieht's aus? Ist das jetzt richtig, dass du mit einem Auto mit Blaulicht gefahren bist? Und ja. Mit Dienstausweis. Kleiner, ich hab dich vorhin fast mit 300 Sachen auf dem East Highway abgeräumt. Ja, ich bin auch auf aktiv Verfolgung gewesen, das wäre geflüchtet. Ja, das geht nicht, Kleiner. Verfolgungsjagd gehabt und so dies, das. Ja, aber das geht nicht. Ja, aber dies, das, dann hast du Verfolgung gehabt, so dies. Ja, aber dies, das, du hast andere Sachen, die du machen musst. Ja, ich habe aber schon alles. Du musst Hausaufgaben machen. Gute Hausaufgaben, wenn man das haben kann. Ja, den kannst du mir auch gleich mal wiedergeben. Nö, ist meiner. Von wem auch immer. Darf ich behalten. Kannst du mir den mal geben? Ja, ich kann dir das mal geben. Man muss auf die Lackschuhe aufpassen. Ja, das nehme ich. Das würde ich auch wohl gerne nehmen. Nee, ich gebe Ihnen eine Orange. Ich brauche aber keine Orange. Oh, ich muss Gacki, das ist ganz dringend. Ich muss Scheißi. Ich muss AA, muss ich? Es drückt dermaßen im Popo. Oh nein. Die wollen mir die Sachen abnehmen. Ach komm, geh runter. Lass weg. Oh nee. Na. So aber nicht. Ist viel zu schnell. Dann gucken Sie mal vorne. Da, die Stoßstange ist auch kaputt. Das sollten Sie vielleicht mal richten lassen. Ich gebe mal bitte Ihren Führerschein. Dürfen Sie überhaupt dieses Kfz betreiben? Natürlich kann das. Darf Sie ich kommen mir ein bisschen jung vor. Meine Mama hat gesagt, bei Männern im weißen Van immer aufpassen.
Ja, pass lieber auf da. Guck's Paul Winters, wer nennt denn sein Kind Paul Winters? Gut, ich habe nicht nachgeguckt, ich vertraue Ihnen einfach mal, dass schon alles passt. Sie kriegen den Führerschein wieder. Herr Winnie Pooh, Sie müssen ein bisschen langsamer fahren. Hier gibt's Leute, gibt's Kinder, die auf der Straße spielen. Und wenn Sie da mit Ihrem Winnie-Mobil über ein Kind drüber fahren, haben wir ein Problem. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, ne? Ich Ihnen auch. Danke, Winnie Paul. Sie sind gerade über Rot gefahren. Gib mal einen Führerschein, bitte. Mein Kollege ist auch schon da. Sie werden gleich festgenommen, weil Sie über Rot gefahren sind. Führerschein, bitte. Wie alt sind Sie? Alt genug, um das hier durchzuführen. Hallo. Was machst du da? Ja, den Straftäter da festnehmen gleich, weil er über Rot gefahren ist. Karl-Heinz, du bist nicht bei der Polizei. Das Thema hatten wir eben schon. Ich weiß ja nicht, ist das hier so rechtens für alles? Nein, ist es nicht. Ja doch, klar. Karl-Heinz, komm mal bitte an die Seite. Okay. Der ist kriminell. Das ist jemand in der Mütze. Ist der übelst kriminell ist. Der trägt einen Fischerhut in der Stadt. Das heißt nichts Gutes. Karl-Heinz, du weißt... Bleiben Sie da, wo Sie sind! Nehmen Sie die Hände hoch! Ich habe Angst vor dem. Das ist fast wie so ein Rotkäppchen. Kannst du die Leute doch nicht einfach so anschreien? Jetzt weiß ich, warum Sie bei Rot gefahren sind, weil Sie einen roten Kopf aufhaben. Wir hatten das Thema doch eben schon. Du bist, kannst noch nicht Polizist sein. Ja, du hast einen Ausweis gefunden. Das ist schön, aber... Ja, aber solche Leute müssen aus dem Verkehr gezogen werden. Ich will, dass die eskalierend machen, dass der da mitkommt jetzt. Das Funkgerät, was du gefunden hast, und den Polizeiausweis geben. Bitte. Nee, ist meiner. Das ist nicht deiner. Der steigt da ein. Der will da einsteigen auf den Boden. Das wollte ich nicht. Der ist auf den Boden. Ich nehm sie jetzt fest. Ich nehm sie fest. Karl-Heinz, bleib stehen. Oder nein, nicht. Ups. Oh, da muss ich jetzt aber ganz schnell los. Ich stell ihn da ab. Ich will gar nicht weg. Ich stell ihn da ab. Ich hab ne Idee. Ich komm da zurück. Das ist die Idee des Lebens, Alter. Ich lass den Wagen da stehen. So, dann gehe ich hier hoch. Dann gehe ich da wieder runter und hab mein Auto. Oh, ich hab grad so viel Dreck am Stecken. Oh, das ist nicht mehr weit. Es ist nicht mehr weit, Leute. Ich hab's nicht geschafft. Dann habe ich ihn ausgetrickst. Komplett darin ausgetrickst. Karl-Heinz, wo ist mein Auto? Ich hab's drüben hingeparkt. Ja, also jetzt, wo wir das deeskalierend wirken können, dann können wir ja jetzt zusammenfahren. Also wir fahren, Sie fahren mir hinterher und wir nehmen den vorne jetzt ja fest. Nein, tun wir nicht, Karl-Heinz. Ja, ich wollte jetzt deeskalierend wirken. Dadurch, ich flüchte lieber und dann komme ich wieder zurück. Steig bitte aus dem Fahrzeug aus. Aber dein Auto steht da hinten. Ich kann es dir sogar zeigen. Schau mal, hier hinten ist es. Da hinten steht's. Und jetzt haben sie es gefunden. Ich hätte sie jetzt rübergebracht. Wo fahren wir jetzt hin? Karl-Heinz, du fährst nirgendwo hin. Ja, aber ich dachte, wir fahren zusammen auf Streife. Das geht leider nicht, Karl-Heinz, weil du nicht beim LAPD arbeitest. Ich weiß, du willst Polizist werden, ja. Aber du bist noch zu jung dafür, tut mir leid. Ich weiß ja nicht, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, dass du über die Police Academy mal ein Praktikum machen da kannst oder einfach Besuchstag gibt. Praktikum wäre schon cool. Also für Praktikum gebe ich ab. Das kann ich leider nicht entscheiden. Ja, für ein Praktikum gebe ich ab. Das haben sie jetzt gerade versprochen. Doch, haben sie gerade gesagt. Das habe ich dir versprochen. Ist versprochen und wird auch nicht gebraucht. Ich kann Ihnen den Ausweis nicht geben. Versprochen ist versprochen und wird jetzt auch nicht gebrochen. Ich weiß, dass du Polizist werden willst, aber du kannst nicht einfach ein Blaulicht aus dem Internet stellen und dir irgendwie Dienstsachen von der Polizei besorgen. Wie bist du denn überhaupt da reingekommen? Ja, Dings halt. So. Spielen Sie Batman? Mach ich einmal die Tür auf und helfe dir aus dem Fahrzeug raus. Mhm. Pass bitte mit deinem Kopf auf. Lassen Sie mich raten, jetzt kommt richtig viel Ärger auf mich zu. Ja, schon. Wo ist denn die Kackwurstzelle? Ist das die hier? Ah, da ist die Kackwurst drin. Ja, ich bin in die Kackwurstzelle. Mir geht's nicht gut. Was hast du denn, Karl-Heinz? Mir geht's gerade nicht gut. Ich hab Bauchweh. Du hast Bauchweh. Mhm. Warum? Hast du zu viel gegessen, oder? Ich hab heute Chili Cheese Nuggets gegessen, die drücken. So, Leute. Ich glaube, das war's mit mir. Der Tag ist an sich schlecht geendet. Aber hey, was habe ich erwartet? Wenn ich jetzt echt da Polizist als Karl-Heinz unterwegs bin. Auf jeden Fall, liebe Leute, lasst kostenlos ein Like, dann lasst auch kostenlos ein Abo. Da würde mich sehr hart freuen, Leute. Wuppelt da gerne rein. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wuppelt rein. Ich verabschiede mich und damit ein wunderschönes Tschüssikowski.